Beim Positionieren von Elementen müssen manchmal auch die Größen verändert werden. Normalerweise, wenn ich ein Element auf der Zeichenfläche auswähle, kann ich über einen der Eckanfasser dieses Element, hier ein Callout, frei vergrößern oder verkleinern. Möchte ich das Seitenverhältnis beibehalten, halte ich die Steuerung-Taste gedrückt und kann dann das Element vergrößern und verkleinern bei gleichbleibendem Seitenverhältnis. Bei Bildern verhält sich das anders. Hier ein kleines Logo, da ist die Standardeinstellung ohne eine weitere Taste, dass das Seitenverhältnis gleich bleibt. Drücke ich die Steuerung-Taste dazu, kann ich das Element frei verzerren. So kann ich, je nachdem, was ich gerade benötige, die Elemente entsprechend einfach in der Größe anpassen.